Das Alpenland. Steile Felsen, grüne Wiesen und reißende Bäche fügen sich ins Bild der Alpenregion ein und malen das romantische Bild alpenländischer Kultur. Umringt von bizarren Berggipfeln und den Wipfeln grüner Tannen arbeitet der Mensch. Seit Generationen lebt er im Einklang mit dieser einzigartigen Gebirgslandschaft. So idyllisch es ist, so bedeutet es harte Arbeit, sie zu bewirtschaften und zu erhalten. Aufgrund der topografischen Bedingungen in den Alpen ist die Herstellung von ertragreichen Produkten nicht einfach. Doch eines ist gewiss. Das Ergebnis sind stets naturreine und edle Kostbarkeiten, sowohl im Handwerk als auch in der Landwirtschaft. Ein runder und würziger Freund hat es geschafft und ist in aller Munde. Seit seiner Entdeckung erobert er die Welt fernab von Bergen, Seen und Alpenland. Es ist der Käse. Hier, im kleinen Bregenzerwälder Bergdorf Sulzberg in Österreich, wird fleißig an der Geschichte vom Käse weitergeschrieben. Seit mehr als 150 Jahren entstehen an diesem romantischen Ort naturreine und kulinarische Köstlichkeiten zum Thema Käse. Und das schon lange. Um unabhängig zu bleiben, schlossen sich vor über 150 Jahren fleißige Bauern aus Sulzberg zusammen und gründeten eine eigene Sennerei. Durch diesen Zusammenschluss waren sie in der Lage, ihre eigenen Laibe herzustellen, sie zu verfeinern und ihr gelbes Gold ertragreich am Land zu verkaufen. Die Idee der Käserebellen war geboren. Was klein und einfach angefangen hat, ist heute ein moderner und erfolgreicher Qualitätsbetrieb im Herzen der Alpen. Ein Erfolgsrezept der Rebellen ist, sie setzen auf den besten Rohstoff, den es zur Erzeugung von Käse gibt. Silagefreie Heumilch. Die Milch zeichnet sich dadurch aus, dass nur frisches Wiesengras und getrocknetes Heu an die Milchkühe verfüttert wird. Das spiegelt sich im feinen Geschmack wider. Vergorenes Futter aus Silos kommt für die rebellischen Laibe nicht in Frage. Sepp Krönauer, der Geschäftsführer der Käserebellen, setzt schon lange auf den begehrten Rohstoff und weiß, worauf es ankommt. Wir stellen Käsespezialitäten her, wie vor 100 Jahren. Ohne chemische Zusatzstoffe wie Nitrat, Lysozym, ohne mechanische Behandlung. Und das ist nur möglich mit silagefreier Heumilch. Die Größe ist nicht entscheidend, die Qualität zählt. Die Käserebellen setzen voll auf bäuerliche Betriebe im kleinstrukturierten Umfeld. Nur 2% der gewonnenen Milch in der EU wird noch silagefrei produziert. Die Käserebellen verlangen daher von ihren Partnern, ihre Milchkühe nur mit silagefreiem Futter zu füttern. Das Einzugsgebiet der Milch erstreckt sich inzwischen vom Ostallgäu bis ins große Malsertal nach Österreich. Das Walsertal, ein uriges Tal im österreichischen Vorarlberg, ist Teil des UNESCO-Biosphärenparks und liefert beste Milch für die Herstellung der Käseleibe aus dem Bregenzer Wald. Heute produzieren die Käserebellen Heumilchkäse vom Feinsten. Und das mit internationalem Erfolg. Die Gründer von damals gibt es nicht mehr. Die Grundidee
und den Ursprung ihres Schaffens sehr wohl. Unsere Grundsätze sind die artgerechte Viehhaltung, hohe Qualitätsstandards einzuhalten, silagefreie Fütterung, die Milchverarbeitung ohne chemische Zusatzstoffe und die Naturreifung in unseren Käsekeller. Mit viel Erfahrung und höchsten Qualitätsstandards produzieren die Rebellen ihre köstlichen Spezialitäten. Über 20 Millionen Liter Heumilch werden von mehr als 200 Milchbauern verarbeitet. Tendenz steigend. Im Käselager in Steingaden im Allgäuer Land werden nach der Produktion die Laibe gelagert. Eine wichtige Sache. Auch an diesem Ort setzen die Käserebellen auf beste Reifebedingungen und erzielen somit die gewohnt perfekte Qualität der Käserebellen. Trotz aller technischen Errungenschaften in der modernen Lebensmittelwelt sind es die alten Grundsätze, die dem Unternehmer Sepp Krönauer wichtig sind. Mir ist wichtig der ehrliche Umgang und die Verbundenheit zu unseren Milchbauern, die Ehrlichkeit zu unseren Konsumenten. Außerdem ist es uns wichtig, die bäuerliche Struktur in diesen Bergregionen zu erhalten, die uns die natürliche Qualität liefert. Es ist die Verbundenheit zu den Lieferanten sowie die Erhaltung der bäuerlichen Tradition. Die hundertprozentig silagefreie Fütterung, artgerechte Tierhaltung und die Verarbeitung tagesfrischer Heumilch zu Käse. Eine Unternehmensphilosophie, die sich bezahlt macht. Inzwischen gibt es in Sulzberg ein eigenes Käsehaus. Es erzählt die Geschichte von damals und verwöhnt Besucher mit leckerem Käse, frisch aus dem Käselager. Die stolzen Rebellen liefern inzwischen ihre edlen Laibe in die ganze Welt. Von Ost bis West, von Nord bis Süd. Internationale Auszeichnungen wie der dreimalige Gewinn des begehrten Käsekaisers zeugen von der lückenlosen Qualität aus dem Hause der Käserebellen. Der Alpenrebell, der Bergrebell, der Bergkräuterrebell sowie der Pfefferrebell und Kaiserrebell sind nur einige Beispiele aus dem begehrten Sortiment der Sennen. Die Käserebellen stehen seit der Gründung für eine kleine, feine und rebellische Alpensennerei, die durch die einzigartige Qualität ihrer feinen Laibe weit über die Grenzen bekannt und beliebt gemacht hat. Die Käserebellen arbeiten im romantischen Alpenland weiter am Erfolg ihrer köstlichen Käseleibe und setzen weiter auf die alten Grundsätze, die das Unternehmen leiten. Auf Wiedersehen bei den Käserebellen.